Sony Interactive Entertainment Presents. Kojima, ja. 5 oder 5 Games. Decima. Update. Und damit recht herzlich willkommen zu Death Stranding. Wir schauen heute ein Stündchen rein, weil ich kann nur ein Stündchen über GeForce Now kostenlos und Open Source Lizenz, nee. Übersicht und Update, Option. Wir gehen mal schnell in die Option rein. Spracheinstellung. Deutsch, 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 ein. Grafik. Vollbild. What? Kann ich da nichts ändern? 1280 mal 1270, what? Wähle eine Bildschirmauflösung. Wieso kann ich hier nichts ändern? Resync machen wir mal aus. Maximale Bitrate. 240. What? Standard. Benutzer definiert. Sehr hoch. Streaming-Speicher hoch. Von 15 GB. Hoch, mehr geht nicht. Hoch, Schattenauflösung hoch. Umgebungsverdeckung. What? Bewegungsschärfe braucht kein Mensch mehr. Ja, da wollen wir loslegen, ne? Neues Spiel. Okay. Schwierigkeit. Normal. Dann gibt es noch leicht. Actionspiele als schwierig empfinden. Genieße die Geschichte und Spiele moderat. Na, ich mach mal normal. Ich mach normal. Das Spiel ist mit der gewählten Schwierigkeit starten. Okay. Textgröße ändern. Normal. Groß. Groß. Es geht los, Leute. Es lädt. Ich bin ja mal gespannt. Viel Vergnügen. Es lädt. Es lädt. Kann ich auch mal ein bisschen schneller laden, oder? Wie gesagt, ich spiele zwar GeForce Now in der kostenlosen Variante. Und es lädt sich einen Ast. Bildschirmhelligkeit. Soll ich 7 machen? Ich bestätige mal auf 7. Rostiger Rentner, Monat, also Geburtstag. Monat. 2. Tag. Siebenundzwanzig. Ist das dein Geburtstag? Ja. In Konstellationen wie Krebs, Fische, Walfische, Delfin und Gigas geborene Personen verfügen häufig über stärker ausgeprägte Dooms.
Fähigkeiten. Ja, kann nichts dafür, ich bin Fisch. Kojima Productions. Kojima. Das Seil unter der Stock. Das Seil soll das Gute zu uns heranziehen, der Stock das Schlechte fernhalten. Oder so ähnlich. Wer kann so schnell lesen? Kein Mensch. Ich einst nicht. Gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Einst gab es eine Explosion. Oh, ich liebe es. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Geile Mucke. Ich habe noch nichts von dem Spiel gesehen, bis auf ein paar Minuten damals mal. Mehr gar nicht. Und es hat mir damals nicht gefallen, dann habe ich es weitergeschaut. Und dann spiele ich. Ich habe die Ehre, es zu spielen. Geil. Ah, die Mucke ist schön. Mads Mikkelsen. Ich liebe diesen Schauspieler. Mads Mikkelsen. I love it. Hey. Oh. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Hat so viele geile Filme mitgemacht. Vor allem in Hannibal, der Serie, war er göttlich. Vogelschiss. Ein Vogelschiss. Wir sehen ja hier der Postbote, ne? Es vibriert. Weil die Landschaft sieht schon cool aus, ja. Dass sie da noch keinen Film drüber gemacht haben, wundert mich. Aber da werden halt die Rechte ziemlich teuer sein. Kam eigentlich Death Stranding 2 schon raus? Vögel fallen vom Baum, vom Himmel, vom Baum. Fragil.
Wow. Holy shit. Was liegt am Dreck der Daryl? Ah nein, das war Walking Dead, gell? No! No! Na klasse. Scheiße. Wer war es jetzt? Klasse oder Scheiße? Nimm deine Fracht und suche Schutz vor dem Regen. Auf dem Rücken tragen. Was ist denn das? Boah. Ich muss meine Fracht zusammensuchen. Klettern. Ich will nicht klettern. Oh, da drüben. Ah, da drüben ist noch was. Oh. Da fragt es keiner. Nicht runterfallen. Da unten alles und hier nichts mehr. Aha, das heißt also, ich muss darüber. Irgendwie darüber. Irgendwie an die andere Seite kommen. Tja, Daryl. Kommen wir darüber? I don't know. Wahrscheinlich nicht, ja. Okidoki. Der Daryl hat die arme Socke. Also das so weite Wege gehen, ja. Komm ich da hoch? Da kommt da gar nicht hoch, der Sack, oder was? Naja, er ist ein bisschen ungeschickt, Daryl, gell? Ne, da kommt er auch nicht hoch. What? Da kommt er gar nicht hoch, der Sack. Der ist so ein Hohlbär, oder? Echt jetzt? Ja, echt jetzt? Ja, scheiße war es, der Mond in Helle. Wie komme ich da runter? Wie komme ich downstairs, ohne hier einen Löffel abzugeben? Ich muss ja irgendwie da rüber kommen. Ja, Scheißdreck, ja, große Scheiße. Große Kacke. Große, große Kacke. Diese Frage, was? Manchmal stellst du unterwegs auf Fracht aus Aufgegen Lieferer, wenn du diese Frachten gut zuführen an ihrem Bestimmungsort lieferst, macht dich das äußerst beliebt.
aber da komme ich schon mal nicht durch. Das ist scheiße. Oder hier lang. Maybe. Was sind jetzt alles für Punkte? Er ist schon ziemlich am Arsch hier, gell? K.O. Der arme Kerl. Voll die Grütze hier. We are waiting. Ich hab's gefunden. Hey Hirsch. Boah, das tat vorhin weh, ne? Was ist das für ein Tattoo? Vibriert. Ausschlag. Gar nicht gut. Ausschlag nicht gut. Was ist das? Er geht. Ja, leck mich am Arsch. Er ist nicht gegangen. Schon geil gemacht. Geh doch jetzt, verpiss dich. Bitte nicht mehr strecken. Oh, schöne Frau. Schöne Augen. Teardrops.
Ich wollte mal wissen, was der für Geld bekommen hat. Prolog. Porter. Weil es hier seinen Charakter da ergibt. Sich selbst. Und mich, was die bekommen haben. Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Tränen. Eine Chiralium-Allergie. Also, hast du Dooms, wie ich? Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Na, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Ich liefere immer ab. Egal was, ich bin Sam. Onkel Sam. Regenschirm, immer praktisch. Oh, was zum Essen? Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Wenn es schmeckt. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Nope. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Cooler Schirm. Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Geiler Hintern. Sorry. Aber wie man sieht, liegt es bei der Xbox ja echt an dem Programm. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Nun ist sie weg. Weg. Und wir sind wieder allein. Allein. Jetzt ist sie weg. Die Blut- und Ausdaueranzeige, die Rotleiste. Ist die Blutanzeige, wenn sie 0 erreicht, stirbt Sam. Bei der blauen Leiste handelt es sich um die Ausdaueranzeige. Nimmt sie ab, bewegt sich Sam langsamer und es fällt ihm schwer, sein Gleichgewicht zu halten. Oha. Aha. Kann man das wegmachen? Also tut er sich? Don't be so serious. Komm mal da runter. Here comes,
Stopp, stopp, stopp. Alle meinen, die Steuerung ist ein bisschen komisch, ne? Eigenwillig. Hier sollte man irgendwie rüberkommen, ja. Wow. Das war knapp. Wenn wir die ganze Fracht hier abliefern, ne? Sehr schwer. Bitteschön. Wir haben was abgeliefert, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Da
Oh ja. Immer schön ins Gewicht halten. Scan wird gestartet. Kraft geprüft. Vielen Dank. Was ist das? Was steht da? Macht der Stein noch irgendwas? Da komme ich nicht rein. Off Limits. Ich will aber immer noch in das Gebäude rein, ja. Was ist das? Nein, ich möchte nicht klettern. Wow. Da muss ich alles mal abforschen hier, ne? Er ist schon platt hier, der arme Kerl. Wir sind ja totally am Arsch, ja. Aber es sind nur noch 40 Meter, dann sind wir dran. Da kann man endlich abliefern, gehe ich mal davon aus, ne? Central Knot City. Was? Tasten gedrückt halten? Wenn das Symbol A gesehen hat, musst du A gedrückt halten. Versuche die Taste gedrückt zu halten, bis der Liefer Terminal reagiert. Was muss ich jetzt da drücken? Terminal aktivieren. Lieferterminal. Liefern? Liefern. Angeforderte Fracht liefern. Auftrag abschließen. Der gesamte benötigte Fracht ist bereit für die Lieferung. Der Auftrag kann abgeschlossen werden. Teillieferung leer. Zurückgeben. Verlorene Fracht. Also bestätigen. Wir haben was abgeliefert.
Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Ich musste einen Sturm warten, habe mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Zum Glück sind unsere Wagen in Top-Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Ja, aber immer. Aber immer gern. Zurückgelegte Distanz, ein paar Kilometer haben wir zurückgelegt. 1788. Ein S. Ist das gut oder schlecht? Ein S? Ein S? Frachtschaden. 12%. Oh. Es ist nicht so gut, gell? Großzügiger Rentner, das bin ich. Botenklasse. Verschiedenes. Plus 1, plus 2. Spezialauftrag für Sandport and Riches. Ein Auftrag. Ja, Auftrag, Mr. Porter. Die erste Lieferung. Jetzt nehmen wir doch hier einen Prolog, ne? So, ist schon cool gemacht, aber... Mal schauen, wie lange ich spiele. Mal schauen. Bridges Leichenentsorgung. Sein Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst du dir an. Er hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDS. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Das ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Mach sie. Nein. Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe GDs nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge-Baby, ja?
Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Das ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Abfahrt. Hideo Kojima. Andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Roten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Oh oh. Alles gut. Abgesoffen. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein. Nichts. No. I see nothing. Dieses Baby muss kaputt sein oder so. Ich hab noch 15 Minuten. Mach schnell. Das hat dir das Ärgerliche. Es verwelkt alles, gell? Oder nicht? Nee. Nur durch den Regen. Exzellent. Es erwacht. Das Sam erwacht. Autoschrott, ja. Kollege, was lebt noch?
Mach schneller. Oh, 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 das sieht aber gar nicht gut aus. Der ist tot. Maus ist tot. Mister sind hier. Ich krieg die nicht raus. Sam! Sei ruhig und nicht atmen. Wenn es halt jetzt gleich weg ist, dann ist es weg, ne? Also, das Spiel. Müssen wir neu starten. Das ist ärgerlich. Aber so ist halt, wenn ich noch eine Stunde spielen kann in der kostenlosen Variante. Kein Geld für bezahlen. 10 Euro im Monat. 10 Euro. Ja, da hinten atmet aber. Wir sind umzingelt. Hilf mir! Hilf mir! Gehst du eigentlich, du Penner? Ah, den holen sie auch gleich. Den holen sie doch jetzt, weil er atmet doch. Ich habe mich gerade verschluckt. Man macht mir eigenen Rotze hier. What the hell? Ey, schon geil gemacht, gell? Der ist groß. Wow. Wow. Zum Spiel. Mir läuft die Zeit ab, Mann. Mach hin. Daryl, wach auf und mach was. Babyruf. Will was zu essen.
kleine Babyfüße. Was für ein Mann. Ich kann nicht. Aber wenn jetzt dann gleich abbricht, dann scheiße, gell? Man hat jetzt halt viele so Sequenzen, ne? Man selber kann gar nichts tun. Ist halt ärgerlich, wenn du nur eine gewisse Zeit zum Spielen zur Verfügung steht, ne? Oder hast. Anders wie bei anderen Spielen. Gerade weil die Sequenzen da so extrem lang sind. Oh. Was sind die Spieler schon? Seht ihr jetzt oben? Ich habe noch 5 Minuten. Gibt es eine Schnellspeicherung? Gibt es leider nicht. Okay. Ich mal schauen, wo er mich dann steckt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, wo er mich dann das nächste Mal hinbringt. Ja. Aber wirklich cooles Spiel. Wirklich cooles Spiel. Also, wir haben jetzt noch nicht viel gemacht, aber schauen wir mal. Ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen und dann sehen wir weiter. Wie und was anderes. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Die, wo sich später eventuell mal auf YouTube anschauen, könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel auch gespielt habt oder ob ihr es gesehen habt. Das alles, das anders kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ich habe das vielleicht nicht einmal bis dahin gesehen. Weil mir das damals irgendwie nicht gefallen hat. Zum Zuschauen. Und aber jetzt spiele ich es. So erinnern sich die Zeiten. Also einmal Muchas Gracias und Part 2 wird kommen. I swear. Das war das heute. Das Glas, das war lustig. So.